Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 12. März 2020. Und unser DAX hat gerissen. Na, der Wolf im Schafspelz hat sich nun nochmal entpuppt. Denn so ganz ohne war das noch nicht. War schon noch ein bisschen Risiko drin, ein bisschen wackelig auch unser DAX. Und wir hatten ihm ja hier oben die Long Trigger draufgesetzt, haben gesagt, er hat schon jetzt die Chance, da eben dann auch ein bisschen rauszukommen. Aber eben. Auch nach Risiken auf der Unterseite, insbesondere da einmal eben unter das Tief drunter geschlagen. Da hat man ja gesagt, das wäre noch eine schöne Maßnahme, die man bringen könnte. Das hat er jetzt gemacht. Ich empfand den Tag persönlich gar nicht so aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich will nicht sagen, dass mich das jetzt hier ein bisschen kalt gelassen hat, aber wenn ich so gesehen habe, wie aufgeregte Nachrichten ich bekommen habe oder was für aufgeregte Nachrichten ich bekommen habe und wie viele auch wieder, also das nimmt momentan noch nicht ab. Es ist wieder sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Markt, sehr viel Unruhe, sehr viel Nervosität, das merke ich schon noch. Und haben auch heute viele Zuschriften gekriegt, die hier doch schon, naja, die hier ein bisschen emotionaler dran sind, muss man schon sagen. Also wo dann wirklich auch teilweise, wo ich dann im 5-Minuten-Takt teilweise von einzelnen Personen dann immer wieder eine kurze Info kriege, so nach dem Motto, ah, jetzt das und jetzt passiert das und jetzt passiert das und jetzt passiert das. Das zeigt einfach, dass da Emotionalität da ist, ne? Das zeigt, dass da ja, dass da einfach ein großes Mitteilungsbedürfnis da ist, um sich da auch abzusichern. Und wenn sowas da ist, zeigt es immer, dass eine gewisse Unsicherheit da ist. Und ja, also das vielleicht einfach noch so zum Hintergrund, damit sie auch immer so ein bisschen Feedback kriegen. Sie haben ja nur nicht die Möglichkeit, dass sie da von lauter Leuten angeschrieben werden und sich dann so eine Meinung bilden können. Deswegen erzähle ich das immer mal, weil mir hilft, also mir persönlich hilft es schon, da so ein bisschen draus zu deuten aus den anderen Leuten. Das ist manchmal kontraindikativ, manchmal nicht. Wenn man zum Beispiel innerhalb von 5 Minuten, zum Mittwoch, auch an einem bestimmten Punkt ganz interessant, wirklich innerhalb von 5 Minuten kam von 4 Personen exakt die gleiche Nachricht rein. Ah, wenn wir jetzt unter 4,20 fallen, dann bricht der Markt total zusammen, wirklich exakt, also vom Wortlaut fast identisch und innerhalb von 5 Minuten kam das. Da war schon fast klar, okay, das geht jetzt mal in eine andere Richtung und das hat keine halbe Stunde gedauert, da stand er 150 Punkte höher, ja. Also sowas ist sehr interessant, deswegen ich erzähle es Ihnen immer mal mit. Sie können dann selber entscheiden, was Sie damit anfangen. Ansonsten, ja, der Markt ist jetzt hier erstmal drunter. Ich persönlich gehe schon davon aus, dass wir jetzt hier erstmal nicht mehr in so eine Abverkaufbewegung reinkommen, sondern dass wir hier eine gewisse Sättigung erreicht haben. Geht schon davon aus, nach 3.500 Punkten darf man das auch langsam unterstellen. Das würde bedeuten, dass wir jetzt hier nach den nächsten Tiefs auch immer wieder stärker nach oben zucken, auch zum Donnerstag stärker nach oben zucken, bestimmt auch mal hier nochmal, ja, vielleicht sogar das Gap hier zumachen. Die 8,85 wirkt jetzt ein bisschen weit hergeholt nach der schwachen Vorstellung zum Donnerstag, zum Mittwoch. Ich würde trotzdem sagen, wir sollten hier in beiden Richtungen ein bisschen Bewegung einplanen, denn ich kann mir vorstellen, dass Tiefs nach oben zucken. Könnte zum Beispiel so sein, dass man früh auf die 5,80 läuft, dann nochmal ein neues Tief stellt, dann wieder hochläuft. Also hier ein bisschen Bewegung auf der Seitwärtsachse, damit wir unter die Tiefs hier langsam immer so dieses nach oben zucken reinkriegen. Das ist so ein bisschen, geht in die Richtung, was wir hier im Tageschart nach diesem Februar 2018 auch gesehen hatten. Moment, Februar 2018 hier. Dieses typische Verhalten halt, ne, dass der Markt runtersticht und wieder hochgeht, wieder runterdreht, wieder runtersticht, neues Tief, das aber nicht gehalten kriegt, den Kerzenkloß, Kerzeneröffnung dann wieder drüber stellt, dann wieder langsam hochkämpft und wieder runter. Runter, wieder ein neues Tief, bis es langsam dann so eine gewisse Sättigungskurve erreicht hat und sich dann auch mal wieder in technische Erholungsbewegung begeben kann. Da halte ich momentan auch weiter dran fest. Wir haben hier unten ja noch so einen interessanten Bereich um die 10.100, vielleicht sogar die 39, die man hier vorher noch erreichen könnte. Aber wie gesagt, ich gehe schon davon aus, dass er hier jetzt eine Stabilisierung versucht, dass es sich langsam dann eben auch mal aufbäumt und in die Erholung reingeht. Dabei habe ich gar nicht mal so primär nur die 11.480 im Fokus. Ne? Wir haben ja im Tageschart auch darüber gesprochen, dass da durchaus auch hier Richtung 12.400 dann was möglich ist. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Es kann durchaus auch sein, dass es das erst nächste Woche anfängt, weil wir jetzt einfach diese Woche zu viel verkackt haben. Das muss man ja so sagen. Der DAX hätte zum Dienstag viel bessere Chancen gehabt, wenn er gleich eben dies, also, ne, könnt sich erinnern, was wir am Montag gesagt haben, Aufwärtsgap,
Dann muss er einmal drunter und dann kann er schön in die Erholung. Was hat er gemacht? Er hat halt zu früh gedreht, hätte am Dienstag schon hier unten das Tief gesetzt, hätte der viel leichter über den Mittwoch, Donnerstag schon ansteigen können. Das hat er sich selber verbaut halt, ne? Aber von der Bewegung haben wir jetzt das, was wir haben wollten, ne? Dieses Aufwärtsgap, um die Longs reinzuköttern, dann nochmal das Tief, um die Longs eben rauszuschmeißen und dann hier so richtig schön umschichten zu können. Sprich, was jetzt fehlt, wäre jetzt eigentlich ein bisschen eine stabile, kleine, kurzfristige Aufwärtsbewegung. Zwischenziele wären hier auf jeden Fall der Gap Close um die 10.885, 11.000 bis dann auch 11.480 rum. Unterhalb ist trotzdem noch keine Entwarnung zu geben. Das heißt, wenn ich mich täuschen sollte und der keine Stabilisierung hinkriegt, können Sie davon ausgehen, dass das hier richtig böse wird. Ne? Also wir hätten hier noch die 10.100 im Angebot aus dem Tageschart heraus. Sieht interessant aus. Persönlich würde ich fast tippen, wir sehen sie gar nicht. Muss mal gucken, wie er reinkommt. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht so sicher, ob der hier wirklich zum Donnerstag nach unten rauslehnt. Der hat sich so schön, ich glaube, die Amerikaner haben einen Doppelboden hingekriegt, oder? Habe ich mich verguckt? Naja, so richtig nicht. Aber hier sehen Sie das, was ich Ihnen gerade im DAX gezeigt habe, sehen wir jetzt hier schön, ne? Neues Tief und das wird hochgezogen. Auch direkt, ne? Also neues Tief und das wird hochgezogen vom Kerzenkörper, vom Kerzenklos, Öffnung und so weiter. Um eben wieder über diesen vorherigen Niveaus zu gehen. Ja, das könnte ich mir noch ein bisschen vorstellen. Trotzdem, es ist krasse Volatilität. Wir müssen viel Bewegung einplanen. Der DAX schafft momentan, so wie er drauf ist, schafft er fast 1000 Punkte am Tag. Ne, also, ich sag mal 750 bis 1000 Punkte, das sollte nun niemanden überraschen. Sprich, wenn der Bock hat, geht er runter zu 9.300. Ne, also, wir haben hier den Bereich um die 10.100, wir haben hier die 9.930, 9.850 und alles, was da drunter ist, geht dann schon auf 9.450 und 9.350. Ja, also, das sind so die nächsten Stationen unten. Sprich, kriegen wir ja keine Erholung hin. Keine Stabilisierung, die ich jetzt schon zum Donnerstag erwarten würde. Ich hätte mir vom Montag ein bisschen mehr erwartet. Der Montag ist schon schwächer gewesen, als ich das gedacht hätte. Also gerade, dass er das Gap oben nicht geschafft hat, das hätte ich so nicht gedacht. Das hätte ich ihm jetzt schon zugetraut, nach so wie er reingekommen ist und so wie er losgezogen hat, ne? Aber ja, also meine Intention ist, wir kriegen hier in dem Bereich jetzt langsam eine Stabilisierung hin. Irgendwie dann in seitwärts überzugehen, da muss man auch mal aufpassen. Also für den Donnerstag bin ich noch nicht ganz so pessimistisch. Der Freitag wird dann schon wieder ein bisschen gefährlicher. Ne? Von Freitag zu Montag fällt es ja gerne mal rein. Ja, und dann kriegen wir vielleicht nächste Woche mal Ruhe rein. Also mir würde es persönlich sehr gut tun. Ich mache hier echt drei Kreuze, wenn das Ding wieder ruhiger wird. Also das glauben Sie nicht, was hier los ist. Das glauben Sie nicht. Also da mache ich echt drei Kreuze. Die Videos jetzt hier abends immer bis in die Puppen rein. Das ist ja alles, wenn man so will, auch ehrenamtlich da. Im Dienst sind ja auch alle. Also wie alle, die bei uns im Premium-Dienst sind, sind da auch seit Anfang März kostenlos drin. Weil wir unsere neue Plattform eigentlich zum 1. März ausrollen wollten. Ne, damit man dann das alles über Zypern machen kann. Das hat nun nicht geklappt, da hat der DAX reingequetscht. Seitdem sind wir hier nur damit beschäftigt, irgendwo irgendwelche Notfälle zu behandeln. Und ja, um uns um die Leute zu kümmern und kommt gar nicht dazu, die neue Plattform fertig zu machen. Also, und das schlaucht dann schon. Ne? Früh dann gleich wieder raus, damit die Leute wissen, was Frühphase ist. Abends dann bis in die letzte Minute hier noch Analyse und so weiter und hier und da. Das schlaucht. Ne? Und dann sitze ich auch mal an einem Dienstagabend da und sage im Video schönes Wochenende. Ja, aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Also für diejenigen, denen das auch hier momentan nicht liegt, ne, geben Sie dem noch 2, 3 Wochen und der frisst ihn auch wieder aus der Hand. Dann wird es wieder ruhiger. Dann bekommen wir vielleicht auch ein paar schöne Range-Bewegungen, ein paar schöne Seitwärtsphasen. Das dürfte dann recht entspannt werden. So vom Spiken, denke ich, sind wir dem Ende sehr nahe, wenn nicht gar sogar schon dran gewesen. Also ich glaube, in der direkten Bewegung braucht er langsam eine ausgiebigere Seitwärtsbewegung. Also ich könnte hier vielleicht noch ein, zwei Kerzen, ja, aber dann springt er aus dem Format halt. Ne? Also wenn er jetzt noch eine, zwei macht, vielleicht hier maximal eben die 9.300, dann wird hier 2, 3 Wochen was zur Seite kommen. Ich würde es mir eher hier, könnte es mir eher hier oben vorstellen, auch wegen diesem großen Gap. Das würde besser passen. Das kann aber natürlich auch hier unten. Ne? Also wenn er uns jetzt Donnerstag, Freitag hier runterstellt, dann wird er wahrscheinlich hier ewig erstmal klemmen bleiben für ein paar Wochen. Ne? Hier einfach so zur Seite machen.
und total desorientiert. Ja, schauen wir mal. Der Donnerstag dürfte da jetzt entscheidend werden. Also orientieren uns vielleicht auch so ein bisschen an den Stundenschlusskursen. Ja, alles, was jetzt hier so dann, warten Sie mal, warten Sie kurz. Ja, alles, was per Stundenschluss so unter 10.200, unter 10.175 geht, das sollte man dann schon damit rechnen, dass der DAX gut 4, 5, 6 Stunden dann noch nach unten durchknallen kann. Ja, also den Platz sollte man ihm geben. Wie gesagt, 750 bis 1000 Punkte kann er aktuell schaffen bei der Volatilität. Das ist einfach so, also schon alleine aus der Errechnung der Vola. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Vielleicht das auch für den einen oder anderen interessant. Ich kam das mal schnell raus. Warten Sie mal, wir gucken mal auf den VDAX und V-Stocks. Ja, machen wir mal hier ein bisschen Schleichwerbung. Da sehen Sie, wo ich zuletzt rumgeklickt habe. GoToMeeting und WooCommerce. Ja, wenn wir hier mal auf Max gehen, ne, wo ist die Volatilität der V-Stocks, der Volatilitätsindex für den Euro-Stocks? Das gibt es auch für den DAX und so weiter. Den kann man bloß nicht mehr so richtig handeln. Beim V-Stocks ist das was anderes. Da gibt es noch schöne Future-Kontrakte drauf. Da gibt es sogar auch andere Produkte. Also, wer sich da ein bisschen näher mit beschäftigt, gibt es zum Beispiel auch so inverse Produkte. Ne, da handelt man den verkehrt rum, weil so hat man ja nach oben theoretisch keinen Deckel. Ne, der kann ja unendlich steigen. Und momentan stehen wir bei 53, waren in der Spitze bei 65. 65 ist das Niveau und da sehen Sie schon, so viel Spielraum ist da gar nicht mehr nach oben, um weiter zu werden. Also das sollte man vielleicht auch mal im Blick behalten. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen eine Möglichkeit für einen Setup, dass man sagt, man geht hier irgendwo Short rein. Ich sag mal, selbst wenn man im V-Stocks jetzt im Future in Short geht und man zielt unten auf die 15, dann hat man eine erwartete Chance von ja, was sind das? Knapp 40 Punkte, 38 Punkte, die sie nach unten kriegen. So, und jetzt nehmen sie die mal nach oben, also eine 1 zu 1 Risiko. Dann sind sie 38 Punkte, sind sie hier oben bei der 90. Das ist schon nicht ganz wahrscheinlich, aber man kann ja auch mit negativen CRV traden. Also ich bin nun mal gar kein Freund davon, dass man immer sagt, man muss 1 zu 1, man muss zweimal so viel Take Profit haben wie Stop Loss. Da bin ich absolut kein Freund. Also das habe ich auch in allen Seminaren, das vertrete ich immer wieder. Das muss auf das Setup passen. Ne? Also sie machen sich sonst auch vieles kaputt einfach, wenn sie so stur das machen, was da in irgendwelchen Büchern drin steht. Wenn man hier zum Beispiel sagt, man geht hier mit einem schwächeren CRV rein, man gibt einfach doppelt so viel Risiko, wie man Chance hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ausgestopft wird, die ist fast null. Ne, wenn Sie sagen, Sie gehen jetzt hier irgendwo mit, was weiß ich, mit dann 80 Punkten Stop-Loss rein, irgendwie bei 180 den V-Stocks. Also ich persönlich würde es so rum nicht machen. Ich würde das inverse Produkt dann handeln. Ne, aber mal rein so von der Idee. Und dann könnte man ausbauen, wenn die Position nach unten kommt, halt, wenn die Volatilität sich wieder beruhigt, wartet man, bis der wieder unten bei 20, 15 steht und verkauft den. Es ist halt schon ein historisch hoher Stand im V-Stocks. So, und da bin ich aber dabei. Also wir haben hohe Volatilität, die ist auch messbar, die kann man hier ableiten und man kann auch aus diesen V-Stocks die Tagesbewegung und so weiter errechnen. Und deswegen würde ich sagen, warten Sie mal, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Machen wir mal hier weiter. Deswegen planen so viel Bewegung noch ein. Momentan muss man sagen, die 1-Minuten-Chart ähnelt dem, was wir vor 3 Wochen im Stundenchart hatten. Ne? Also wir haben teilweise Minutenkerzen, die irgendwie 50, 60 Punkte Ausmaß annehmen. Das ist schon krass. Also wer damit nicht zurechtkommt, lassen Sie den noch machen. Sie verpassen nichts, wenn Sie nichts. Also, ne? Man verliert schneller, wie was man auch gewinnt. Also deswegen Vorsicht. Es ist nicht immer da, wo der übelste Gewinn frohlockt, auch tatsächlich ein Gewinn vorhanden. Oft ist es tatsächlich eher das Risiko, was man dann aber schnell gerne übersieht. Ne? Also bleiben Sie vernünftig. Ansonsten unterhalb von 200, 10.200, der DAX nach unten offen. Ja, bis 10.100, 9.930 und nach unten kommt dann 9.350. Und oberhalb, ja. Ach, 570, 880. Das wären so meine 2 Punkte, wo ich sage, da sehe ich den DAX auch zum Donnerstag, halte ich für möglich. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir in eine Erholung gehen. Ja, ansonsten aber ich persönlich, wie gehe ich damit um? Ich gucke es mir an. Ich gucke es mir an und wenn er irgendwo was bringt, wo ich sage, ah, das sieht jetzt nett aus, dann probiere ich vielleicht mal was. Aber ansonsten, ich muss jetzt hier nichts machen. Ne? Also. Man kann halt auch viel verlieren.
Und dann lieber einfach warten, bis man irgendwo ein schönes, wenn man sieht, na, jetzt macht er aber genau, jetzt was weiß ich, jetzt hat er hier irgendwie ein paar rausgestoppt und jetzt hat er sich so doof gestellt. Da hat er richtig die anderen geärgert und jetzt bringt er ein schönes Umkehrsignal, was alle dann nicht handeln wollen, weil sie verkehrt rum im Markt drin stehen und sowas. Da habe ich dann auch Bock drauf, sowas mit zu handeln. Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, also ich trade morgen die 9,29 hier, bloß weil da der Pfeil ist. Nee, versuchen Sie mit dem Markt zu bleiben, ein bisschen mit dem Markt zu arbeiten. Versuchen Sie auch aufzugreifen, versuchen Sie dem nicht hinterher zu rennen. Ne? Versuchen Sie sich so ein bisschen in den Markt rein zu versetzen. Was wird er jetzt machen, um die Leute auch zu ärgern? Denn auch bei so hoher Volatilität geht es in der Regel nur um eins: Geld abziehen halt. Ne? Da wird geguckt, wo sind hier Stops, wo sind da Stops, da wird nur hin und her gelaufen. Und da müssen Sie aber ein bisschen, das kann man auch forecasten, gedanklich, ne? Indem man sich versucht, ein bisschen in den Markt rein zu versetzen. Wo wird es sich jetzt anbieten? Was haben wir jetzt viel? Wo ist der Schmerz? Ne? Was tut jetzt mehr Leuten weh? Und ja, da denke ich, ist nach unten langsam nicht mehr viel Schmerz da, weil die hier long gegengehauen haben, die sind alle schon raus. Ne? Also da ist, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen Sättigung. Da muss erstmal wieder ein bisschen was Neues aufgebaut werden. Ich glaube, hier positionieren sich jetzt immer mehr Short auch. Und die wird man, denke ich, auch erstmal wieder rausprügeln. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier über den nächsten Tag eine Erholung reinkriegen. Umkehrsignale haben wir dafür noch nicht. Denke, das kommt jetzt zum Donnerstag. Da kommt eine Bestätigung, indem wir vielleicht neue Tiefs hier nicht nehmen. Und dann schauen wir uns das morgen nochmal an. Ja, gut. Ich wünsche Ihnen was. Gutes Gelingen. Viel Erfolg. Ciao.